Liebe Paarangehörige, Schwestern und Brüder, ich komme eben vom Friedhof, da sieht man mich auch an meinen Handschuhen an. Denn die Toten müssen begraben werden und das waren in diesen Tagen sehr viele liebe Leute. Aber meine Liebe gilt vor allem den Lebenden und darum bin ich heute hergekommen, nach dem Sieveringer Friedhof, um euch ein Grußwort zu sagen, die zu Hause bleibt. Mir ist das Zuhausebleiben durchaus auch vergönnt. Ich habe ja, wie die meisten wissen, eine ganz kleine Wohnung in Klosterneuburg. Die Terrasse hat 30 Quadratmeter, die Wohnung 40. Und da habe ich mich zurückgezogen, damit ich freiwillig isoliert leben kann, mich gesund erhalten kann und auf diese Art und Weise mich ruhig stelle für künftige Aufgaben. Denn die kommen sicherlich. Ich denke zurück an meine eigene Geburt vor 77 Jahren. Hätten meine Eltern keine Hoffnung gehabt, mitten im Krieg, dann wäre ich nicht zur Welt gekommen. Darum bitte ich euch, habt Hoffnung, zeugt Leben, würde ich sagen, und zwar in der Form, dass ihr eure eigene Lebendigkeit pflegt, Tag für Tag. Wir haben Grund zur Freude, wir haben Grund zur Hoffnung, trotz bedrängter Zeit. Denn in dieser Zeit gibt es auch und vor allem Gottes Begleitung. Das hat das Volk Israel sehr oft erfahren. Darum haben wir biblische Zeugnisse. Das hat der neue Bund in Jesus erfahren durch die Auferstehung. Ich habe mich hier zum Altar hergestellt. Das ist mein Lieblingsplatz, allerdings am Sonntag war ich einer von dreien, die vor der Kirche standen und zur Kirche gegangen sind. Bitte bleibt zu Hause, bitte ändert euren Lebensstil und auf diese Art und Weise grüße ich euch ganz, ganz herzlich mit der Bitte, habt Hoffnung, habt Zuversicht und Geduld.